Firma Cool K GmbH auf unserem YouTube-Channel, den wir heute somit eröffnen mit dem ersten Video. Und da möchte ich euch einfach mal ein bisschen zeigen, um was sich bei uns handelt im Shop, was wir machen, was wir anbieten, worum es sich handelt. Viele, die uns vielleicht schon von den Social-Media-Plattformen kennen, wie Facebook, Instagram, wissen bereits, dass wir eigentlich überwiegend mit Luxuskarossen hantieren. Das heißt, angefangen von Reinigungen, Aufbereitungen bis Individualisierung, Restauration und einfach, ja, wir machen aus geilen Autos noch geilere Autos. Das ist unser Job und das ist das, für was wir ja auch mittlerweile sehr bekannt sind. Fangen wir mal an bei dem AMG GTR. Der ist jetzt soweit fertig. Den haben wir heute Vormittag fertig gemacht. Der wird jetzt dann die Tage ausgeliefert. Da seht ihr dann auch, wo wir dann unterwegs sind. Klassisch ist, wenn ein Fahrzeug bei uns reinkommt, wird erstmal sauber gemacht, er wird aufbereitet. Dass es sich hier um ein Neufahrzeug handelt, ist natürlich wichtig, den Schutz vom Fahrzeug. Das heißt, die Front, die direkt von Steinschlag betroffen ist, ist mit einer Folie versehen worden, also mit der transparenten Steinschlagschutzfolie. Das heißt, Haube, beide Kurbelflügel, Stoßfänger komplett und die Schwelle haben wir gemacht. Oder habe ich was vergessen? Die Dachkante. Dachkante auch, genau. Fahrzeug hat ein Carbondach, das heißt, das Carbondach muss unbedingt geschützt werden. Gerade im vorderen Bereich, wenn hier ein Stein drauf kommt, springt das Carbondach auf. Das heißt, man hat eine Aufplatzung da, Wasser kriecht innen rein und im schlimmsten Fall muss man das Carbondach sogar wechseln. Und ich sage mal, entweder ein kleiner Streifen oder bei manchen Fahrzeugen macht man auch das ganze Dach, je nachdem wie der Kunde das haben möchte, macht definitiv Sinn, weil die Investition ist so gering im Vergleich zu dem, wenn da was kaputt ist. Genauso Außenspiegel und so weiter. Genau, wie gesagt, da berichten wir noch über die Auslieferung. Ist schon ein absolut geiles Auto. Der Sound brutal, die Optik brutal. Da hat Mercedes schon richtig was Cooles gemacht. Also im Vergleich zum GTS ist der GTR schon die richtige Waffe. Also das hätte man auch gerne in der Garage. Hier haben wir unsere kleine Kultwand. Das ist noch im alten Geschäft in Sonthofen aufgenommen worden. Da sieht man so, wie wir angefangen haben, mit verschiedenen Fahrzeugen zu hantieren. Das heißt, wir haben eigentlich hier die komplette Palette von Ferrari zum Sehen, angefangen vom 288 GTO Teilrestauration, Enzo Vollrestauration, außen neu lackiert, Felgen lackiert, Motor komplett vom, mit Hinterachse vom Chassis getrennt, die Auspuffkrümmer Hitze ummantelt, einen Endschalldämpfer angefertigt und so weiter und so fort. Dann natürlich die ganze BMW Palette, auch alles mit Steinschallschutzfolie, Versiegelung, geht weiter bis La Ferrari. Da haben wir die Pferde, das Pferd hinten schwarz lackiert, den Schriftzug. Da haben wir einen Aventador, den haben wir komplett lackiert. F40 Teilrestauration, Bugatti Veyron Seitenwandreparatur plus Lackierung. Musilago, 918 Spider und so weiter und so fort. Also ist schon ziemlich cool, wenn man solche Autos in der Halle hat oder auch daran arbeiten darf. Viele dürfen ja nur gucken, wir dürfen auch anfassen. Das ist so der feine Unterschied. Da muss man sich auch dazu auskennen und wir machen das jetzt schon einige Jahre und kennen uns mit den Marken wirklich super aus und mit den Fahrzeugen und vor allem, wie man halt natürlich mit denen umgeht. Hier haben wir unser treues Zugpferd, unseren X5. Der ist jetzt 2,5 Jahre alt, hat auch schon ein paar Kilometer auf dem Buckel, wir sind permanent unterwegs für unsere Kunden. Das heißt, geschlossener Trailer, wir holen die Fahrzeuge ab vom Kunden zu Hause, machen alles das, was er möchte, angefangen vom Restaurieren bis zum Kundendienst, bis neue Reifen etc. und bringen ihm das Fahrzeug wieder. Im Winter ist sowieso klar, weil die Autos werden eh nicht fahren und im Sommer kann man das genauso machen. Hier haben wir unseren F12, der steht jetzt schon ein paar Tage hier, der hat auch folgenden Grund. Wir lassen jetzt gerade hier neue Felgen fräsen. Wir haben jetzt hier die original 20 Zoll Felgen mit, sage ich mal, ja, mit Ballonreifen, ja, sieht zwar nett aus, aber ist nicht wirklich cool. Vorne kommen 9x21, hinten kommen 12x21, das sind sonderangefertigte Aluminiumfelgen, also Schmiederäder,
Stern mattschwarz lackiert, der Rand außen in Vierschicht-Perleffekt. Die Farbe nennt sich Rosso Fuoco, das ist eine Vierschichtlackierung. Wird so umgesetzt, die Bremszangen waren vorher gelb, die lackieren wir in Fadenfarbe, also auch mit speziellem hitzebeständigen Lack. Und dann wird das Ferrari Carbon Keramik wieder einlackiert. Neue Windschutzscheibe kriegt er, die Applikationen an den Stoßfängern werden zum Beispiel auch in mattschwarz mit der Wagenfarbe abgesetzt. Genau, weil das Auspuffanfertigung, das heißt, für manche Fahrzeuge kriegt man keinen Auspuff von der Stange, sondern man muss es sonderanfertigen. Hier haben wir eine spezielle Edelstahlanlage anfertigen lassen mit Klappensteuerung, X-Pipe, wird sicher ein Hammer-Sound. Wir berichten auf jeden Fall noch in zwei Reportagen über das Fahrzeug, weil doch ein bisschen mehr dahinter ist. Hier haben wir einen Porsche 997 GT3 RS 4.0. Ein limitiertes Fahrzeug gab es nur in Weiß und in Schwarz mit dieser Beklebung. Um nochmal aufs Thema Steinschlagschutzfolie zurückzugehen, bei dem Fahrzeug waren hier unten die Kotflügelkanten, Schwellerkanten und die Stoßfängerkanten hinten komplett verhagelt. Das heißt, durch die Steinschläge, es war wie Sand gestrahlt, die Farbe war komplett weg. Wir haben das im Vorfeld repariert, neu lackiert, so dass wirklich das auch originalgetreu bleibt und dann die Folie drüber gezogen. Unsere Plasmabeschichtung, jetzt kann er wieder auf die Rennstrecke und richtig heizen und jetzt macht es auch nichts, wenn da ein paar Steine drauf kommen. Ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber unser Akku ist leer. In dem Fall kam das Auto wieder zurück zum Kunden, auf die Rennstrecke, wo auch immer hin. Da kann man es richtig jucken lassen jetzt wieder, weil jetzt ist ja Folie drauf, jetzt kann nichts mehr passieren. Dann schauen wir mal darüber. Unsere Folienwand, verschiedene Carwrapping-Folien, da gibt es 100 verschiedene Möglichkeiten, sein Auto irgendwie zu folieren. Von Chrom matt bis Hochglanz, Perleffekt etc. Also da gibt es keine Wünsche. Da hat man höchstens die Qual der Wahl, was man dann auf sein Fahrzeug draufklebt. Haben natürlich auch immer die neuesten Farben und Trends da, was gerade so in der Szene angesagt sind. Angefangen jetzt auch hier Chrom, Lila, Matt. Ja, gibt schon ziemlich coole Sachen. Hier haben wir unsere Kult-Lounge. Da werden zum Beispiel auch Sachen besprochen. Wenn der Kunde kommt, die Beratung findet hier statt. Man schaut sich verschiedene Sachen an, was ist machbar am Fahrzeug. Es gibt natürlich auch einen leckeren Kaffee bei uns. Dafür bin ich dann zuständig. Genau, das macht Anja dann. Oder ein Glas Sekt für die Damen. Also da bleibt in der Regel kein Wunsch offen. Genau. So. Hier hinten haben wir gleich unseren i8 stehen. Das heißt, das ist unser Promotion-Fahrzeug. Mit dem werdet ihr uns auf Events sehen, Veranstaltungen von Top Marques Monaco bis Sportwagen-Treffen in Felden und sämtliche Ausfahrten oder was es auch immer gibt. Da sind wir mit dem Auto vertreten und hier zeigen wir einfach, ich sage mal, gebündelt in einem Fahrzeug, was wir so drauf haben an Möglichkeiten. Das heißt, unsere Steinschlagschutzfolierung, Beschichtung ist sowieso immer ein Bestandteil. Hier haben wir versucht, das Design vom Fahrzeug zu verändern. Das heißt, wir haben die Schnauze schwarz gemacht. Das ist normalerweise ja weiß, haben wir schwarz lackiert. Das ist silber schwarz lackiert. Das ist blau, haben wir schwarz lackiert. Um einfach im Gesicht, in der Front einfach eine ganz andere aggressive Optik zu geben. Wir haben natürlich zusätzlich auch Magnettafeln verbaut. Das heißt, dass hinter der Stoßstange Magnete verklebt sind, die Gegenpole an den Kennzeichen, dann kann man das hin und weg machen. Ist natürlich, sage ich mal, wenn man das Fahrzeug irgendwo ausstellt, schöner, wenn das Kennzeichen nicht dran ist, weil es sieht einfach cool aus. Ja, zum Design. Wir haben versucht, die Linien vom Fahrzeug ein bisschen anders zu ziehen. Darum haben wir den Bereich seitlich in Hochglanz schwarz gehalten. Wer sich nur erinnert, es gab am Anfang das Fahrzeug vom BMW, wo er vorgestellt worden ist, mit den Glastüren. Das war so ungefähr der Aufhänger, wo wir uns gedacht haben, dass wir das versuchen ein bisschen zu interpretieren, weil mir das damals schon ganz cool gefallen hat. Ja, Felgen haben wir drauf in 9x21 Zoll ET32 mit einer Tieferlegung 35 mm vorne, 25 hinten, Sonderanfertigung für uns. Das ist das Maximale, was man fahren kann an dem Fahrzeug, ohne dass irgendwas streift. Und
Genau, wenn ihr das Auto seht, das sind definitiv wir. Wir werden euch natürlich auf die Veranstaltungen mitnehmen, wir werden dort live berichten. Wir werden auch Interviews führen mit verschiedenen Kunden von uns auch. Oder ja, einfach mit verrückten Leuten. Es wird richtig abgehen. Also angefangen von Pässe fahren bis über irgendwelche Veranstaltungen, wo abends die Partys sind. Da seid ihr live dabei. Mich würde freuen, wenn ihr einschaltet. Unser Kanal abonniert, das ist ganz wichtig. Abonniert den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Wir haben geplant, jetzt mal im Monat 2 Videos rauszubringen. Das erste Video ist immer in der ersten Woche des Monats, am Freitag kommt es raus. Und die Folgewochen, also 2 Wochen drauf, das zweite Video. Und zwischendrin werden wir immer mal wieder live gehen. Und das auch einen Tag vorher auf den Social Media Plattformen bekannt geben. Wenn Highlights sind, wie jetzt dann die i8 Roadster Auslieferung im Mai, da sind wir auch vor Ort und ja, da könnt ihr live hinzuschalten und auch Fragen stellen. Oder wenn jemand Fragen hat, kann er gerne unten reinposten, wir beantworten das. Und ja, würde mich freuen. Danke. Es wird nie langweilig bei uns. Das kann man definitiv sagen. Wenn man sowas macht, wie wir hier machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und jedes Auto ist eine Herausforderung. Es ist nichts irgendwie locker, was von der Hand geht. Also es ist jedes Mal eine Challenge, aber wenn das überwunden ist und das Fahrzeug dann dasteht, so wie der Kunde sich das auch wünscht, ist es einfach, ja, geil. Also, ciao.